Meine Damen und Herren, derzeit jetzt so kurz vor den Wahlen haben wir wieder eine richtige Propagandaschlacht in den Medien und was jetzt gerade die letzten 48 Stunden wieder an Gehirnwäsche bzw. an Propaganda auf uns niederkommt, das ist schon manchmal schwer erträglich und da bleibt es nicht leicht, ruhig zu bleiben und das Ganze nüchtern zu analysieren. Die Medien feiern Merkel derzeit, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das Handelsblatt huldigt ihr umfänglich, anstatt kritisch zu hinterfragen, was eigentlich die Aufgabe von Medien wäre, und die Schlagzeile Merkel verrät ihr Kartoffelsuppengeheimnis sind ebenso auf den Titelblättern zu finden wie die wichtige Frage und die Antwort darauf, warum Angela Merkel so gerne Unkraut jätet. Meine Damen und Herren, dieses Land hat wirklich keine Probleme, wenn diese Fragen es auf die Titelzeile schaffen. Und das sieht man auch an der einflussreichen und so vor allem einflussnehmenden Bertelsmann Stiftung. Dort sieht man das ebenfalls so. Die erkennt, und das finden Sie heute auf allen Titelseiten ganz oben, weil das passt momentan in das Weltbild. Das möchte man gerne der Bevölkerung eintrichtern, dass die Muslime in Deutschland toll und noch immer toller integriert sind. Und das wird immer besser. Und die Menschen nehmen das nur völlig falsch wahr. Die verstehen das nur nicht so, die Analysen. Die Welt titelt, 96% der Muslime fühlen sich Deutschland verbunden. Ja, nee, ist klar. Ihr dürft uns ja gerne verarschen, aber gebt euch doch wenigstens ein bisschen mehr Mühe dabei. Das ist sonst so wahnsinnig herabsetzend, finde ich. Offenkundig nehmen die Menschen das nur falsch wahr und es, die Umfragen, die zeigen auch, es wurden übrigens bei dieser Umfrage nur jene Zuwanderer befragt, die schon mehr als 7 Jahre hier sind, vor 2010 hergekommen sind, die danach über das Asylzuwanderungsgesetz gekommen sind, die wurden da auch nicht befragt. Nun, das ist so eine Randnotiz dabei. Ohnehin fordert man dabei gleich innerhalb dieser Studie eine bessere Vereinbarkeit von Job und Moscheengänge, damit die Integration besser gelingt. Also das ist schon ganz interessant, was hier passiert. Übrigens wird dabei auch gleich festgestellt, beziehungsweise in weiteren Umfragen, dass die Deutschen total tolerant sind und haben gar kein Problem mit der Zuwanderung und mit der Multikulturalität. Nur wenige Ewiggestrige, die verstehen das nicht richtig. Interessant ist, dass wenn man dann mal bei der Zeit beispielsweise schaut, unter diesem Artikel die Kommentare, da sehen Sie gelöscht, 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 bitte kommentieren Sie sachlich, gelöscht, gelöscht, gelöscht. Komisch, das passt doch irgendwie gar nicht zu dieser Toleranz, die da angeblich geübt ist. Und offenkundig sind es nur wenige, die momentan mit der jetzigen Situation ein Problem haben, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und in meinem Umfeld sind nur diese wenigen, die die Situation momentan problematisch einschätzen. Scheinbar kenne ich nur Spinner. Sie auch? Geht es Ihnen da ähnlich? Kennen Sie auch nur Spinner? Merkwürdig eigentlich, oder?